Eine sehr britische Veranstaltung, die da gerade im nordenglischen Ashbourne abgelaufen ist. Es geht um Fußball, zumindest im weitesten Sinne. Denn jedes Jahr zur Faschingszeit wird dieser Ball 2 Tage lang durch das Städtchen getragen. Nur, dass die eine Hälfte der Menschen für das Spielgerät ein anderes Ziel eingeplant hat als die andere Hälfte. Das Gedränge ist vorprogrammiert. Total verrückt das Ganze. Ich bin zum ersten Mal hier und deshalb ein bisschen nervös. Ich war in einem der Pubs dort drüben und der Ball wurde hereingetragen. Und ich einfach so, einfach verrückt. Alle rannten an uns vorbei und ich dachte, oh mein Gott, einfach verrückt. Toll. Yeah, crazy. Brilliant. Wie man hier stolz sagt, ist es das größte, längste und wutgeladenste Fußballspiel der Welt. Ganz sicher ist es jedenfalls eines der ältesten. Mindestens seit dem 17. Jahrhundert treten die Bewohner nördlich des Flusses gegen ihre Nachbarn aus dem Süden an. Gerne auch im Fluss. Und zwar mit ganz viel Taktik, oder? Ich sehe Leute, die rennen richtig mit dem Ball und so, aber ich habe ihn nur 4-mal gesehen und von daher kann ich nicht glauben, dass irgendwer weiß, was hier passiert. Wenige. Keine unnötige Gewalt zum Beispiel, kein Verstecken des Balls. Ansonsten geht es eigentlich nur darum, die Kugel irgendwie zum eigenen Tor zu bringen. Auch wenn das nicht immer möglich ist. Es ist so eng, man kann nicht mal atmen wegen des Drucks. Einfach unglaublich. Aber deshalb sind wir hier.